Ein 1 Meter langer geradliniger Leiter bildet mit der Richtung eines Magnetfeldes einen Winkel von 46 Grad. Er erfährt durch das Magnetfeld eine Kraft von 3,3 Newton. In dem Leiter fließt ein 10 Ampere starker Strom. Berechne die Magnetfeldstärke. Hier ist dieser Leiter mit Länge klein l von 1 Meter. Das Magnetfeld groß B bildet mit diesem Leiter diesen Winkel Alpha von 46 Grad. Die Lorentzkraft ist so definiert, sie zeigt aus dieser Arbeitsebene hinaus und ihre Stärke beträgt 3,3 Newton. Die Stromstärke I beträgt 10 Ampere. Gefragt wird hier die Magnetfeldstärke, groß B, die wir in Tesla ausdrücken. Aber Vorsicht, hier dürfen wir nicht die Formel von Laplace einsetzen, weil dieser Winkel Alpha nicht 90 Grad beträgt. Das ist kein rechter Winkel. Also, zuerst wenden wir diese Formel an, aus der wir schließen, dass die Stärke der Lorentzkraft gleich ist zum Betrag der Ladung mal die Geschwindigkeit v dieser Ladung mal die Magnetfeldstärke groß B mal Sinus von diesem Winkel Alpha. Wir wissen aber auch, dass die Stromstärke I gleich ist zum Betrag der Ladung Q, die durch den Leiter fließt, geteilt durch die Zeit, die diese Ladung dafür benötigt. Und aus dieser Formel schließen wir, dass der Betrag von Q gleich I mal T ist. Also können wir hier den Betrag von Q durch I mal T ersetzen. Wir wissen aber auch, dass die Geschwindigkeit V der Ladung gleich zur zurückgelegten Strecke L geteilt durch die dazu benötigte Zeit ist. Und aus dieser Formel schließen wir, dass klein l gleich t mal v ist. Also dürfen wir t mal v durch l ersetzen und erhalten so diese Formel. Die Stärke der Lorentzkraft ist gleich zu Bill mal Sin Alpha. Bemerken wir, wäre der Winkel Alpha ein rechter Winkel, dann wäre sein Sinus gleich 1. Und dann fänden wir durch diese Formel die Formel von Laplace wieder. Also kann man hier sagen, dass diese Formel eine Verallgemeinerung der Formel von Laplace ist. Hier eine verallgemeinerte Formel der Formel von Laplace. Durch diese Formel finden wir, dass B gleich zu diesem Bruch ist. Jetzt brauchen wir nur noch FL durch 3,3 zu ersetzen, I durch 10, klein l durch 1 und Alpha durch 46 Grad. So. Und so finden wir, dass die magnetische Feldstärke B ungefähr 0,459 Tesla beträgt.